Pass mal auf, und am Ende müssen wir jetzt diese Belagerungsmaschine auseinandernehmen, damit wir das Kupferzahnrad Ja, kriegen. klar. War auch so. Glaube ich. Also ein Kupferzahnrad kriegen wir in den Minen, hat er gesagt, der eine Typ nicht. Aber ich glaube, genau so hat das auch das letzte Mal angefangen mit der Ebene. So hat's angefangen, ja. Bloß, dass da gesagt wurde, wir sollen die davon abhalten, die Belagerungsmaschine zu bauen. Richtig. Kahnrad nehme ich auch. Mal zu schießen da. Danke. Was soll ich denn noch machen? Nee, das explodiert. Ja, das habe ich schon wieder ganz vergessen, dass da auch welche explodiert sind. Aua. Ja. Ja. Ich habe gedacht, der explodiert jetzt auch. Ach so. Müssen wir gar nicht lang. Wow. Das war knapp. Mann, nervt das. Hier können wir eigentlich da lassen, oder? Wir sowieso nicht lang müssen. Ich bin jetzt kaputt gemacht. Oh, abnicken. Irgendwo tief in mir? Ne, hier nicht. Die muss extra abprallen, das schockt mich. Ey. Naja, gut, das war bei den Maschinen, glaube ich, letztes Mal auch so. Kann sein. Ich glaube, da haben gar keine getroffen. Ja, das Sag kann ich jetzt sein. mal. Diesmal haben sie ja zumindest anteilig getroffen. Ja, nervt halt aber trotzdem. Ja, und du kannst auch kein Feuer machen. Das ist auch nicht doof, ne? Ja. Ja, gut, aber sonst wäre das Spiel auch ein bisschen eintönig, wenn die Gegner alle gleich wären. Ich glaube, das ist schon die Maschine, oder? Nee. Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wie es das letzte Mal war. Ich glaube, letztes Mal bin ich mit Elektro hier durch, oder? Und da hat Elektro keinen Schaden gemacht. Und deswegen musste ich auf Eis zurückgreifen. Elektro? Ja. Jetzt mal kurz welcher Punkt kurz. Okay. Ich kann mich erinnern. Auch mit dem Magierstrahl oder was? Ja, genau. Glaube, da so war das irgendwie. Schauen wir mal. Doch, das macht Schaden. Ich kann nicht noch mehr tragen. Deswegen habe ich es mitgenommen. Weiß mal kurz was weg. Da, wo sind die Pfeile? Gar keine Pfeile. Ich dachte, ich hätte Pfeile mitgenommen.
Ich glaube, der explodiert wieder hier. Doch nicht. Rechts, links. Ja. Der ist explodiert. Wie bist du? Ich habe einen Stab der Runen eingesammelt. Okay. Nur für Zauberer. Was bist du? Na sowas. 15% Mana-Reg und 60 in... oder was? Mana-Resistenz. Ist nicht so doll. Nö. So. Schaden war nett, aber das war auch alles. Oh Gott, noch mehr von den Viechern. Hier geht's runter. Jo, Abfahrt. Mine. War knapp. Okay, die Kleinen fressen auch keinen Feuerschaden. Ja, wird sie wohl so durchziehen durch das ganze Level. Die Kleinen explodieren, muss aufpassen. Hier ist Ende. Okay. Achso, halt! Nicht so schnell, wir müssen das Zahnrad finden. Das liegt hier irgendwo rum. Nicht vergessen. Das hatten wir letztes Mal. Das wird nochmal die ganze Mine abgelaufen, um das Zahnrad zu finden. Das liegt irgendwo in der Ecke. Meine ich. Na ja, gut. Dann liegt es nicht hier vielleicht. Das war nämlich letztes Mal auch so. Glaube ich zumindest, mich zu erinnern. Irgendwo auf jeden Fall. Ja gut, ich meine, wenn man das mit Eis anzünden kann, dann ist auch irgendwas falsch gelaufen. Ja. Ja, Gefrierbrand sagen jetzt einige, ne? Aber eher nicht. Gar nicht mehr von dem letzten Einschalten. Ich muss gerade sagen. Was die Arm, bumm. Aber dann die Gold. Hier ist wieder Sackgasse, okay.
Der explodiert. Nee, doch nicht. Oh, die explodieren. Auch kein Zahnrad. Okay. War das eine Truhe? Oh. Nö, okay. Das war nur ein Abgasrohr. Ja, dann da hoch. Ja. Oh. Ich kann nicht noch mehr tragen. Kommt auf jeden Fall wieder ein Speicherpunkt, das ist gut. Whoa! Alter! Was war eine Explosion von so einem kleinen Vieh? Echt? Bom! Ich hab drauf gehauen. Okay, gut. Weiß rum. Ja. Also wenn es wieder am Ende der Schnitter ist, den wir kalt machen müssen, dann können wir... Okay. Genau, von mir aus müssen wir den nicht mal plätten. Nicht mal plätten, ne. Weil das war letztes Mal echt der Horror, das weiß ich noch voll. Ich glaube, da haben wir das mit dem Blocken auch gerade erst rausgefunden. Möglich. Oder in Erinnerung gerufen. Okay. Oh! Geht euch in Sicherheit! Ich kann nicht noch mehr tragen. Gibt immer Mühe. Lass mal wieder ein bisschen Zeug weg. Ja. Oh ja. Nein. Nein. Oh, es ist rot. Magieresistenz. Toll. Alter. Nein. Das ist ja alles nur richtig teure, also richtig schwere Sachen für fast kein Geld. Ja, du brauchst keinen 101er Helm, oder? Nee, ich hab den guten hier. Ah, okay. Ultors Helm des Glaubens. Mhm. Wow, genau. 10 Gesundheitsbonus. Der Wahnsinn. Ring mit 10 Gesundheitsbonus. Alter. Hälfte? Oh, was hab ich denn da? Sternenglyphe, Intelligenzbonus. Wolltest du eine Sternenglyphe kaufen? Ja, aber schmeiß nicht zu dem anderen Kram dazu. Dann muss man das wieder aufheben. So. Yep. Du hast sogar noch, okay. Ja. Was hast du denn noch alles, Alter? Mana-Rack, Ausdauer. Geschicklichkeit, Gesundheit? Nee, Geschicklichkeit nicht, nee. Gesundheitsbonus. Ne? Mana-Rack, Int, Gesundheitsbonus, Ausdauerbonus. Ja. Okay. Also nur Sachen, die für mich interessant sind. Ein paar sind auch für dich interessant, ein bisschen. So. Nichts Hauptattributmäßiges. War das? Gold, okay. Hm. Ach Gold, lass liegen. Hätte gedacht, dass wir mal Gold verschmähen.
Und die vorausfliegenden Frostblitze sind gut. Also die Farben färben die immer schön blau ein, dann weiß man gleich, wo die nächsten Gegner sind. Das stimmt, und die verlangsamen wir auch ein bisschen. Ja. Ja gut, das läuft dann wohl auf 100% raus. Ne? Ja. Also sogar ein bisschen mehr, schätze ich. Wie, hinter uns? Ja, es ist ein Ninja-Roboter. Scheint so. Ach nö, da war noch eine Ebene. Also, auch noch. Das haben wir da unten. Scheint so. Ja, Abfahrt. Den Raum da, den kleinen haben wir zwar nicht überprüft, aber... Ich tippe mal, dass es unten ist. Ja. Jo, die nächste... Ja, speichere ruhig drüber. Hallo. Schon wieder die Frage, wo wir landen. Ist bestimmt bei der Gabelung, denke ich mal. Ja. Könnte sein. Wie gesagt, ich glaube, das Zahnrad lag hier einfach irgendwo rum. Ja. Steckt Kryo-Seide. Was? Handschuhe. Irgendwie so stand da. Aha. Und Kryo-Seide höre ich da auch das erste Mal. Ja. Das ist noch eine. Mit ihren scheiß Pfeilen. Ein Rundgang. Ach du dicke Scheiße. Hat er seine Freunde kaputt gemacht. Oh. Okay, und das ist... Da geht's wieder hoch. Das heißt, wir haben den noch nicht gesehen. Die Oberfläche. Ich glaube, wir haben das Zahnrad von dem... von der Bossmaschine gekriegt. Negativ. Er sagte eben, in der Mine liegt ein Zahnrad. Also muss das hier irgendwo sein. Ich kann nicht noch mehr tragen. Sengender immergrün Schild blitzschnell. Ja. Wo? Oh, da. Hier. Was auch immer das bedeuten soll. Ich habe keinen Platz dafür. Hm. Ja. Schwerer Krempel hier, ey. Ist das denn Waldläufer? Okay. Hm. Ich will speichern. Oh Mann. Den Speer hast du dahin geworfen. Richtig. Er blockiert alleine die Hälfte des Platzes. Ich habe keinen Platz dafür. Ich habe
habe keinen Platz dafür. Ich habe keinen Platz dafür. Ich habe keinen Platz dafür. Lass uns trotzdem mal hochgehen. Glaub nicht. Das ist der Kampfplatz mit der Maschine. Ja. Das mit dem rumliegenden Zahnrad war, meine ich, nämlich im ersten Teil. Oder bei Baldur's Gate. Aha. Aber theoretisch müsste das die Kriegsmaschine sein. Ja, das ist sie. Bei deren Bau wir helfen sollen. Mhm. Das ergibt einfach keinen Sinn. Immer noch so viel Schaden. Gut. Okay. Ja. Dann. Okay, wir wissen, ja, wir kriegen rein von den Worten her eine andere Story. Aber ja, die Karten und die Gegner sind die gleichen. Der Eisenwächter hat nun die Kontrolle über das Portal. Oh ja, okay. Ja gut, haben wir das auch rausgefunden, würde ich sagen. Ja, ich glaube, damit ist das erstmal geklärt. Ja. Ich heize nochmal ein. Ja. Okay. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Wir werden uns auf jeden Fall die Demo-Version gleich anschauen von Quest Hunter. Schauen wir mal, wie es da zugeht. Jo, bis dann. Bis dann.